Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei Blackbird Blitz News. Heute geht es um das Thema Hetze in öffentlichen Medien und natürlich auch um eine kurze Sachthemen zu sagen um Glyphosat und zur Flüchtling und eine Information für zum Bundestrojaner. Aktuell stehen in den öffentlichen Medien, auf den sozialen Medienplattformen, in den meisten beziehungsweise in einigen sehr detaillierten Foren oder Blogs öffentliche rassistische Hetzmedien drinnen. Nicht nur gegen Flüchtlinge, sondern auch gegen die deutsche Bundesregierung. Dies wird und wurde von uns zur Anzeige gebracht und wird auch noch im weiteren Verlauf weitere Sachen nicht ausschließen können. Es ist zum Beispiel, wie wir schon gezeigt oder gesagt haben, dargestellt auf unserem Blog auf Facebook oder auf meinem Blog auf Facebook, dass es eine Hetze gibt, nicht nur gegen die Flüchtlinge, sondern gegen das Organ, die Bundesregierung selber. Es gibt auch Hetzsprüche, die nach Strafgesetzbuch § 130 und nach weiteren Strafgesetztaten, Tatbeständen, so wie wir es sehen, öffentlich dazu auffordern, gegen Flüchtlinge oder gegen die Bundesregierung in ihrer derzeitigen Verfassung vorzugehen. Wir haben schutzengel-orga.de angezeigt und auch andere Seiten angezeigt, die detaillierte Hass- und Propagandamittel in dieser Sache, die gegen das Strafgesetzbuch verstoßen, zur Anzeige gebracht. In der Anzeige, die wir zum Beispiel gebracht haben, geht es explizit nicht nur um Flüchtlinge, sondern auch explizit um juristische Mitglieder der Bundesrepublik Deutschland. Darauf haben wir auch eine Anfrage gemacht gegen das Innenministerium in Sachsen. Bislang ist dabei noch nichts rausgekommen. Wir werden weiter recherchieren. Und es gibt auch Hetzen gegen Firmen. Sie haben richtig gehört, es gibt auch Hetzanzeigen von dieser Seite gegen Firmen. Wir haben uns dazu entschlossen, dieser Hetze ein für alle Mal einen Schlussstrich zu ziehen. Die Hetzen gelten großen Ketten, wie zum Beispiel eine Kette ist genannt Real, die hier explizit nicht nur falsch oder schlecht dargestellt ist, sondern hier wirklich gehetzt wird gegen Real, dass sie nicht nachkommen in Sachen Gesundheitsschutz. Noch dazu gibt es, wie wir auf der Seite schutzengel-orga und auf anderen Seiten gesehen haben, gegen die CDU, CSU, die Grünen, die Bündnis 90, die Grünen, die FDP, die Piratenpartei und die Linke Hetzmedien. Diese Seite haben, beziehungsweise die Mehrzahl von den Seiten, diese Seiten werden wir explizit weiter durchforsten und dementsprechend anzeigen und dann mit dem Staatsministerium für innere Sicherheit nochmal darüber reden, beziehungsweise sprechen wollen, wie der Zustand der Bundesrepublik in der derzeitigen Legislaturperiode ist er definitiv instabil vom politischen her
Und nicht nur vom Politischen her. Wir haben nämlich vom Land Sachsen auf der Seite mehrere Strafanzeigen gesehen, die gegen Flüchtlinge gehen. Strafanzeigen, wo wir uns, wie gesagt, nochmal explizit informieren wollen vom Innenministerium in Sachsen und auch Sachsen-Anhalt und den angrenzenden Bundesländern, wie das sein kann, dass solche Medien, solche Blogs, diese zur Verfügung gestellt kriegen vom Landeskriminalamt. Es sind auch Namen genannt, woher diese kommen. Diese Auflistung von Straftaten von Invasoren, so die Seite im Jahr 2015 in Sachsen alleine dargestellt. Angaben sind vom also Quellenangaben von der Seite schutzengel-orga.de sind vom Innenministerium Sachsen. Und zwar das sind mindestens 5 Seiten von Anzeigen, die wir aufgenommen haben, die gegen gegen Flüchtlinge, gegen Asylbewerber vorgehen und zeigen Straftatbestände, beziehungsweise diese wurden nur so jetzt reingestellt ins Netz. Es gibt auch in den Blogs, in den Page, beziehungsweise in den Cage-Dateien von den Seiten Aufrufe, BRD, GmbH total zu verbieten. Das ist sowas, aber es gibt auch, wie auf Seite 1, nur um es mal kurz anzubrechen, klare Anzeigen gegen Bundeskanzlerin Dr. Angelika Merkel, dass sie, wie gesagt, hier könnt ihr das auch nochmal lesen. Ich hoffe, das könnt ihr gut lesen. Es sind Aufrufe an, wie drinnen stehen, Amtsanmaßung, Meineid, Hochverrat, Hochverfassungsverrat, Völkermord, Wählertäuschung, Wahlbetrug, bandenmäßiges Schleusertum, was gegen die Bundesrepublik Deutschland von dem Block ausgehend ist. Wir kommen jetzt nicht zum Glyphosat, sondern kommen direkt zum Bundestrojaner. Hier haben wir von ARD, ZDF, Reuters abgefangen. Fragen und Antworten zum Thema Online-Durchsuchung. 2008 hat das Bundesverfassungsgericht hat am 27. Februar 2008 entschieden, dass das Bundeskriminalamt auch Rechte kriegt zur Online-Durchsuchung, und zwar gegen die Terrorismusbekämpfung. Es geht hierbei lediglich um die Gefahrenabwehr und in Anführungszeichen nicht um die Durchleuchtung von Bundesbürgern. Wir kommen jetzt kurz noch zum Glyphosat, wo ich mir einen detaillierten Befund bzw. Bericht gegeben gelassen habe von der Organisation Kampakt. Kampakt ist eine Bürgerbewegung, und wenn Sie noch Interesse haben daran, was sozusagen die wissenschaftliche Untersuchung des Glyphosats beinhaltet, dann schauen Sie jetzt weiter auf Blackbird TV. Dort werden wir es ganz oben anbringen in der Playliste.
Und ich wünsche Ihnen jetzt dann noch einen angenehmen Abend, Tag oder auch morgen, wann immer Sie jetzt dieses Video anschauen oder genießen. Ich bedanke mich hiermit für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns.